Ja, grüß Gott, mein Name ist Andrea Schlager. Ich bin Lehrgangsleiterin an der Donau-Universität Krems und ich befinde mich heute beim Tag der Lehre auf der FH in St. Pölten. Was ich vorstelle, ich habe heute mein Konzept für E-Design Thinking vorgestellt mit meiner Kollegin Dina Gruber-Mücke von der FH in Krems. Problembasiertes Lernen ist eher für große Gruppen nichts, es ist eher für kleinere Gruppen was. Ich würde sagen, so maximal 10 bis 15 Personen. Wenn es allgemeine Probleme sind, ist es eher schwieriger durchzuführen, wenn sehr viele verschiedene Interessen da sind. Wichtig ist, dass man sich immer vor Augen hält, dass das E-Design Thinking kein statischer Prozess ist, sondern dass der immer sehr viele Rückschlüsse gibt und dass man auch wieder Korrekturen vornehmen kann in den E-Design Thinking Prozess. Also in den Lehrgängen selber verwende ich immer das mit der Lernplattform. Wenn man in der Praxis arbeitet, würde ich sehr so sagen, wie meine Kollegin, die mit der Unternehmensführung das macht, dass sie da mittels konventionellen Plattformen wie Mails oder so etwas abwickelt. Es gibt eine Methode, die schwieriger ist, wenn man Methodenkonferenzen mittels virtuellen Räumen macht, dann muss man sehr gut strukturiert und sehr gut das durchstrukturieren, sonst funktioniert das Ganze nicht.